Tag 2 des Soft Openings in Disneyland Paris zum 30. Geburtstag. Guten Morgen, wir haben 8.30 Uhr und wir stehen jetzt schon im Park, ja, noch vor dem Bahnhof. Und wir schauen mal, was es heute noch so zum Soft Opening zu zeigen gibt. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir eventuell heute Disney Delight zu sehen bekommen. Ich glaube, sogar die neuen Charaktere sind auf dem Bahnhof, weil die Leute feiern so sehr. Ja. Minnie und Mickey in ihren neuen Outfits begrüßen euch hier am Bahnhof. So, so schön und süß. Bei Instagram habe ich es ja schon angekündigt, es gibt wieder Parkpläne. Die bekommt ihr allerdings nicht unter Bahnhof wie sonst immer, sondern die müsst ihr euch in der City Hall abholen. Gibt es aktuell auch nur auf Französisch. Ich muss ja leider gestehen, oder ich muss gestehen, ich bin kein Fan von solchen Flyern, Parkmaps, wie auch immer, in gedruckter Version. Ist meiner Meinung nach einfach Papiermüll, der unnötig ist. Es gibt mittlerweile Apps und alles, die das viel, viel einfacher machen und man weniger Ressourcen verschwendet. Aber es ist für jeden seine Entscheidung. Ich möchte da auch niemanden irgendwie etwas unterstellen, wenn er gerne Papiermap hat. Ist auch wieder ein ganz anderes Feeling. Also wenn ihr eine braucht, geht in die City Hall. Wieder sitzen wir hier im Disneyland auf dem Boden, denn wir warten erneut auf die Show Shine Bright, nein, Dream and Shine Bright, like a diamond. Ja, wir möchten die von allen Bühnen aus einmal sehen. Gestern habe ich sie ja leider einmal von der anderen, ich nenne es mal Straßenseite, gesehen. Da war es ein bisschen doof. Dann mittags habe ich sie noch mal von der Bühne rechts vom Schloss, also vorne rechts vom Schloss gesehen, da war es perfekt. Jetzt sitzen wir links hinten vom Schloss. Ja, das heißt, wir müssen noch mindestens dreimal die Show sehen. Wenn nicht sogar öfters. Also wie gesagt, mir gefällt es eh so gut. Also vielleicht bis morgen habe ich sie dann 8-mal oder so gesehen. Show für euch. Ich liebe sie. Ich könnte sie den ganzen Tag gucken. Was wir gerade erfahren haben, heute läuft sie nicht wie gestern 4-mal, sondern nur 2-mal. Bisschen Entzug werde ich dann haben, aber ja, morgen noch da. Morgen sind wir auch noch da, aber ich hätte sie gern heute 4-mal geguckt und morgen 4-mal geguckt. Aber macht nichts. Es
ist einfach Happiness pur. Wir haben schon wieder unsere Plätze für die Show eingenommen und danach möchten wir ganz dringend etwas essen gehen. Heute schon wieder Casey's Corner für mich, aber ich esse heute den Baked Cheese Hotdog. Ja, und weil es schnell gehen muss, probieren wir jetzt mal Mobile Order aus und Simone zeigt euch, wie das funktioniert. Ich habe gerade Platz eingenommen und während wir warten, machen wir direkt mal Mobile Order bei Casey's Corner. Das habe ich ja schon in Walt Disney World probiert, hat super funktioniert. Mal gucken, ob das bei Disney in Paris auch so gut funktioniert. Geht bisher nur bei Casey's Corner und beim Hyperion. Ihr gebt in der App einfach Casey's Corner ein oder man sieht es tatsächlich auch, wenn man auf Essen geht und dann geht es direkt hier auf Casey's Corner. Jetzt bestellen. Ich hoffe, das Internet funktioniert einigermaßen. Ansonsten müssen wir die Wartezeit rausschneiden. Da. Ah, da ist es. So, wir wollen nach der Show essen. Das heißt, wir denken, dass die Show bis 2.30 Uhr geht. Sollen wir 2.40 Uhr machen? Ja, das würde ich nehmen. Zur Sicherheit. So, Start Order ist auf Englisch, aber kriegen wir schon hin. So, Main Courses. Sven, was möchtest du essen? Ein Veggie-Hotdog, ein Cheddar-Bacon, Crispy Onion, ein Nachos mit Barbecue-Soße. Dieses Barbecue-Soße war das? Sehr süß. Den nehme ich nur auch. Einen? Ja. Wie viel? Ich will den auch, ja. Das ist jetzt mit Cheddar-Soße, Bacon, Crispy genau. Onions. Dann nehme ich den auch. Was wollte Daniel für einen? Auch für Daniel? So, was haben wir noch? Du wolltest noch einen zweiten? Nee, der Barbecue? Nee? Nuggets. So, dann nochmal Dessert wollten wir noch. Pommes wollte ich noch. Ach, du wolltest Pommes? Das ist bei Sides. Einmal Pommes? Ja, danke. Du auch Pommes? Nee, aber was sind für Soßen bei den Nuggets? Barbecue-Soße gibt es nochmal. Dann Dessert. Da, den Ball. Oh, ja. Du auch? So, nur zweimal. Haben wir alle abgedeckt? Ein Getränk noch? Ja, stimmt. Cold Drink. Coke Zero. Ja. Du auch? Nee, nicht Zero. Was magst du? Ne, Sprite. Und Daniel? Coke Zero. Nee, ohne Zero. Normale Coke. Ich auch mal normale Coke. So, haben wir alles. Gucken wir nochmal durch. Kann man da jetzt die Süßchen noch annehmen oder muss man die dann beim Abholen bestellen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich beim Abholen. Finden wir doch raus. Finden wir noch raus. Gibt's, kann man auf jeden Fall nicht in der App. So, Checkout. Annual Pass Holder. Ja, stimmt. Sind wir ja auch noch. Ach, super. Infinity geht auch. Perfekt. Guck mal. Direkt der Rabatt abgezogen. Payment. Rechnungsadresse. Ja, das schneiden wir jetzt raus. Moment. Also ich habe jetzt alle meine Adressdaten eingegeben. Adresse, E-Mail-Adresse, was auch immer, Lebenslauf. Und jetzt kann man bezahlen mit Kreditkarte, mit Visa. Ja, da ich eine Mastercard habe. Ja, Kreditkartendaten eingegeben. Jetzt gucken wir mal. Klappt. Ups. Konto leer. Kein Geld mehr, zu viel Merch gekauft. Ja, das hat erfolgreich funktioniert. Unser Essen, 68 Euro, die Auftragsnummer und die Abholzeit. Und dann können wir zu Casey's Corner zurückkommen. Und wir sollen unseren Jahreskarten, wenn Sie einen Rabatt eingeben, vergessen Ihre Jahreskarte. Also wir sollen du musst die zeigen. Die muss sie vorzeigen. So. Sie steht sogar in Deutsch da. Ja, ja, hat super funktioniert. Also ich bin echt überrascht. Mal gucken, ob die Abholung auch so reibungslos läuft. Mal ein paar Bilder, Videos von der Show gesehen. Für heute leider das letzte Mal. Ich bin tatsächlich etwas traurig darüber. Ich liebe diese Show. Es ist so krass einfach nur, wie toll die ist, wie man
direkt mit drin ist und keine Ahnung, ich kann da gar nicht ruhig stehen. Ich muss mitsingen, mit tanzen, mit lachen. Es macht einfach so, so viel Spaß. Wir sitzen hier jetzt nochmal bei Casey's Corner. Hier waren wir ja gestern schon mal. Ich hatte gestern dieses Nacho, diesen Hotdog mit Nachos oben drauf. Da war aber irgendwie irgendwas drauf, keine Ahnung, eine Art Relish oder so, die total süß geschmeckt hat. Also es war schon fast eine Süßspeise irgendwie. Und deswegen hole ich mir heute das Bacon Cheese Dog noch. Hier seht ihr jetzt nochmal diesen Cheese Hotdog. Also der gestern von meinem Cousin, der war viel, viel, viel käsiger. Aber gut, wird trotzdem schmecken. Mit Pommes. Die anderen haben auch das, nur der Sven, der war so schlau und hat sich noch die leckeren Nuggets dazu bestellt. Guten, du Schlauberger! Wir stehen jetzt hier bei den Gibson Girls an, hier auf der Main Street. Von der rechten Seite Richtung Schloss blickend der letzte Laden. Ja, brauchen wir heute mit unseren Outfits, oder Daniel? Könntest du mal deinen Hut abziehen? Nein. Ich wollte Daniel überreden, zum Friseur zu gehen. Das sieht furchtbar aus ohne Hut heute. Darum lass den Hut hier an. Also, ich würde sagen, ihr seid alle dafür, dass er zum Friseur geht, damit wir ein Video machen können und alle da draußen mal sehen können, wie das da abläuft. Auf meinem Kopf? Nee, bei dem Friseur. Beim ne? Friseur natürlich. Ja, irgendwann will ich das auch mal machen. Das machen wir mal. Sehe ich noch nicht. Waffel ist gegessen, war sehr, sehr lecker. Wir sitzen jetzt hier wieder und warten auf die Parade, Stars on Parade. Da werde ich euch jetzt, denke ich, nicht zeigen. Vielleicht ein bisschen was. Ich habe doch gestern schon gefilmt. Ach nee, ich habe gestern keinen Bass gezeigt. Ich zeige euch den neuen Bass, wenn er an mir vorbeifährt. Oh mein Gott. Ja, aber wir haben wirklich einen sehr schönen Tag, vor allem die Sonne. Tut gut, obwohl es trotzdem sehr, sehr kalt ist. Also gestern war nicht so sonnig, aber wärmer. Und habt ihr jetzt einen Unterschied gesehen? Ich tatsächlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir zu Hause vielleicht noch mal Bilder an, um zu schauen, ob Simone da nicht gelogen hat. Ah. Ich bin seit diesem Jahr wieder so sehr emotional, wenn ich hier bin. Also klar, letztes Jahr, als der Park eröffnet hat, auch. Aber irgendwie dieses Jahr ist noch mal ein bisschen krasser, ne? Bevor bald Illuminations angeht, zeigen wir euch jetzt noch ein bisschen die Dekoration in der Dämmerung. Schaut mal, wie schön das aussieht, wenn die ganze Deko dann hier auch noch leuchtet. Ich bin begeistert. Kann man nichts sagen. Nehme ich so mit. Mega. Vor allem schaut euch mal hier diese Gardinen an, wie die leuchten. Wow. Und schaut mal hier, da leuchtet der Kopf und der Rücken. Ha, haben die wirklich alles von Anfang bis Ende bedacht, die bei Disney. Electrical Parade. Ja. Hier geht es direkt weiter mit diesen wunderschönen Beleuchtungen. Das Pink ist geil, das kann man genauso sagen, richtig. Natürlich zeige ich euch jetzt schönen Figuren auch noch mal bei Abenddämmerung schön beleuchtet. Was mir gerade aufgefallen ist, ich kann euch leider gar nicht alle Figuren zeigen, denn wegen Illumination werden ja viele Plätze abgesperrt.
Und es ist jetzt leider schon soweit. Aber das, an was ich drankomme, probiere ich euch natürlich noch zu zeigen. Natürlich stehen schon viele Leute. Von der Ferne könnt ihr jetzt ein bisschen schauen. Wir sitzen jetzt hier vorm Schloss und warten auf Disneys Illumination und wir hoffen, dass auch noch Disney Delight heute kommt. Wenn ja, seht ihr natürlich hier ein paar Ausschnitte davon. Das war jetzt Disney Delight. Ich habe euch jetzt ein paar Stückchen hier. Das richtige Video ist ja schon online oder das komplette Video. Nach Illumination kam dann nochmal eine Drohnenshow. Die war noch schöner und toller und farbenfroher irgendwie. Keine Ahnung, ich bin total geflasht. Und das tolle Lied, ja, mega, mega cool. Ich bin wirklich hin und weg. Damit verabschiede ich mich aber jetzt von diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer, was ihr gerade habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder im Park.